Oh. Entschuldigung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Outlast. Ich habe gerade noch meinem Espresso geschlürft und ja. Wieder mal Ventilator an, obwohl es eigentlich wesentlich angenehmer ist. Und wir müssen unsere Kamera jetzt wiederholen. Unsere kleine verschollene Kamera. Ich hoffe nur, dass wir jetzt ohne große Probleme durchkriegen. Und direkt kann ich jetzt schon mal sagen, dank des Steam Summer Sales habe ich jetzt endlich auch direkt Outlast Whistleblower. Somit steht schon mal fest, dass dieses Spiel auch auf der To-Do-Liste steht. Vielleicht sogar direkt hier nach, wer weiß. Auf jeden Fall, ich habe tierisch Bock auf Outlast, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb bin ich eher auf dem Stand, nur Outlast, alles andere kannst du voll knicken. Aber das soll uns ja nicht stören. So, ja, ich mach kurz bei meinem Monitor ein bisschen was heller. Okay, was heißt heller? Ist das hier Standardmodus? Ups, Entschuldigung. Hallo, da. Wir gehen jetzt mal gucken. Jetzt mal, ob wir... Das ist nicht gut. Da kommt gerade irgendwas. Ich kann mich nirgendwo verstecken. Scheiße. Ich war das nochmal mit. Ich war gerade ziemlich kleinlaut gerade, kann das sein? Das könnt ihr jetzt vergessen. Sehr, sehr kleinlaut. Ich hoffe, man hört den Ventilator mal wieder weiterhin nicht. Ich muss jetzt leider anmachen. Es ist zwar nicht so warm wie die letzten Tage, aber es ist schon verdammt warm. Und ich glaube, bevor ich da irgendwie lang gehen kann, brauche ich allgemein erstmal meine Cam. Meine Cam de la Cam, ne? Jetzt lade ich mir hier sogar. Können wir die vielleicht hier irgendwie rausgraben? Nee, sieht nicht so aus. Kommen hier, wir hier vielleicht durch? Nein. Okay, hier kommen wir auch nicht hoch. Ah, hier aber. Okay, erstmal ein bisschen wieder in die Steuerung reinkommen. Das passiert mir in letzter Zeit so häufig, egal welches Spiel ich spiele. Das passiert mir häufig, deswegen nicht wundern, wenn ich hier und da vielleicht mal ein bisschen runterfalle, mich ein bisschen dumm anstelle. Die Hitze hat mein Hirn geprüft. Warte, ich muss kurz meine Tastatur so. Okay, ich komme da gerade einfach nicht rüber. Dann belassen wir es einfach mal so dabei. Gehen wir mal hier direkt weiter. Wir müssen wahrscheinlich wirklich da hinten durch. Ja, das gefällt mir nicht, um ehrlich zu sein. Schon gut, dass wir jetzt eine Batterie haben. Hm, ja, du brauchst einen Camcorder, um im Dunkeln zurechtzufinden. Natürlich, das wissen wir ja. Die Tür ist dann natürlich blockiert. Mit drei, vier Stühlen. Mit wie vielen Stühlen? Mit vier Stühlen. Das hält definitiv klar. Ein Stuhl reicht nicht. Wir nutzen vier. Hat ja auch so viel Sinn. Ach ne, stimmt. Ah ja, okay. Wir müssen da ja lang. Ich crouche mal lieber ein bisschen. So. Ach ja, stimmt, hier waren wir ja schon. Stimmt ja, Speicherpunkt hatten wir hier hinten in einer der Duschen. Speicherpunkt an sich ist ja woanders. Jetzt drücke ich die ganze Zeit eh, um zu aktivieren. Das ist natürlich super schlau. Wir müssen hier jetzt runter. Ich ahne, was auf uns zukommt. Hallo? So, ich gucke mich erstmal hier ein bisschen um. Also wenn man wieder erst nach einer kurzen Zeit wieder in das Spiel reinkommt, ich habe schon was länger nicht gespielt, ein paar Tage nur, also ist nicht allzu lang, dann hat man doch schon ein bisschen Respekt. Sobald ich so ein Ding hier sehe.
nein, 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 nein. Nein, 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 ich muss das mal. Ich bin zu müde für den Scheiß. Alter. Klar, es ist jetzt mega ruhig. Du Wichser. Entschuldigung. Entschuldigung. Alter, das ist echt. Boah. Irgendwas passiert mit dem, ne? Nein, okay. Nix, also wenn ihr nichts seht, wisst ihr, wie ich mich fühle. Nur tief in mir geschädigt, verängstigt. Ich bin sowieso jemand, der tierische Angst im Dunkeln hat. Warte mal, ich geh mal lieber von der Ecke weg. Ich hab so eine Panik gerade. Hinter jeder Ecke kann irgendwas lauern. Und es knarzt und parzt und sonst was überall. Boah. Boah. Mir war bis eben warm. Jetzt ist mir heiß. Essenausgabe. Essenausgabe. Kann man bitte kurz einen Blitz kommen, damit ich irgendwas sehe? Das ist echt. Ich verstecke mich jetzt hier und ich mache nichts mehr. Boah, wenn der Typ mal aufhören würde, so zu schnaufen, ohne Scheiß. Ich gehe jetzt einfach nur noch ganz am Rand entlang. Es gibt drei Möglichkeiten, so einen Horroralbtraum zu überstehen. Erstens, man guckt die ganze Zeit nur auf den Boden. Die Events, diese geskripteten Events, tauchen trotzdem auf. Zweitens, immer nur an der Wand entlang gehen. Und drittens, einfach drauf los. So ist die Chance, sich nicht ganz so doll zu erschrecken. Größer. Entschuldigung. Mein Mauspad ist klatschnass. Boah, mir ist so warm jetzt gerade. Hier ist eine fette Lücke, da kann ich nicht durch. Na toll. Da kann ich mich auch nicht durchzwingen. Ist hier auch gar nichts. Ich sehe eine Wand. Boah, kann der Typ aufhören, so zu schnaufen? Na, war klar. Das ist eine Alpha-Wand. Da liegt eine Flasche, Dose, was auch immer.
Ich hab so Panik, ich hab grad so Panik, ey. Ich überleg's mir dreimal, ob ich Whistleblower spiele, weil Whistleblower kenne ich gar nicht. Auch wenn ich hier zusammen ein Let's Play gesehen habe, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Die Schockmomente weiß ich trotzdem nicht. Boah, kennt ihr das, wenn euch so ein kalter Schauer hinterm Rücken abläuft, aber ihr trotzdem vor Angst so derbe heiß anläuft? Wo muss ich hin? Ach, ich bin gerade am Campkörper vorbeigelaufen. Jetzt geht's mir wesentlich besser. Jetzt habe ich wieder eine große Klappe. Von 10 Batterien finde ich sehr geil. Boah, alter Finne, ey. Boah, das war der schlimmste Schocker im. Ich glaube, der zweite oder drittschlimmste Schocker im ganzen Spiel. Ich muss die echt nochmal alle raussuchen und zusammenschneiden extra, wenn das Let's Play vorbei ist. Ganz ehrlich, ich lache mich dasselbe über mich kaputt. Das ist voll krass. Das hatte ich bei Outlast 2 schon in der Demo, wo ich mich da so tierisch erschrocken habe. Ich gucke mir es heute noch zwischendurch mal an. Jetzt kann ich mich hier drüber springen. Das ist nicht total irgendwie widersprüchig, aber egal, es klappt. Werde ich erstmal noch hier schlürfen hier. Meine Nervennahrung, Espresso. Um 20 vor 11 abends. Das war so ein unnötiger. Na okay, unnötig nicht. Wir haben es auch so geschafft. Sehr gut. Boah. Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Okay. Da ist niemand. Ach, von da kommen wir ja. Es ist ein bisschen irritierend jetzt, dieser Sprung in der Kamera. Das ist ganz ehrlich voll irritierend. Nein. Ich muss erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Ach, ich muss da runter. Ja, gut. Oha. Das war knapp. Das war knapp. Das war richtig, richtig knapp. I'm waiting for you. Only one way out. Only one way. Yeah, only one way. Only one way. Yeah. Der Typ hatte wohl wahrscheinlich zu viele Panzerketten geknutscht. How do you know you're not a patient? Hä, wieso ist das auf einmal... Wieso der Farbwechsel? Das ist mir jetzt echt nicht geheuer. Oh Gott, Schweinewampe lebt ja auch noch, verdammt. Ich weiß gar nicht, ob wir die jemals nochmal wieder begegnen, das weiß ich gar nicht. Der müsste eigentlich eine Blutvergiftung haben unten in dem Keller. Das war nicht Schweinewampe. Aber im Grunde genug die Tür für mich zuzuknallen. Alter! In so einem Horrorabend-Erlebnis schlägt man doch keine Tür so zu.
Wir müssen uns vor dem jetzt verstecken, ne? Hör ich den hier gerade? Ich höre Ketten. Ist aber nicht die Schweinewampe. Ich hoffe, der sieht uns hier nicht. Doch, er sieht uns hier. Und das ist Schweinewampe. Ja, erstmal. Rage-Modus. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Nein! Ein kleiner Penner. Oh, ich weiß, wo ich hin muss. Das war jetzt falsche Taste. Ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass er nochmal auftaucht. Ich wusste nicht, dass er jetzt nochmal auftaucht. Ich hätte lieber nichts sagen sollen. Ich liebe dieses Spiel. Ah, das ist so scheiße geil. Diese Aussage ist so unnötig. Das Spiel ist so scheiße, dass es schon wieder geil ist. Gut, wir wissen auf jeden Fall jetzt, wo wir hin müssen. Du fettes Mistvieh da. Allerdings müssen wir erstmal an dem vorbeikommen, das ist das Problem. Slow Motion. Nein. Okay, hier dürfte er uns eventuell nicht sehen. Falls doch, sind wir tot. Kamera brauche ich jetzt nicht, weil wir wissen ja, wo wir müssen. Scheiße. Entschuldigung. Ich muss vom Kaffee ein bisschen aufstoßen. So ein Espresso. Ist das unser Blut? Ich hoffe nicht. Wir folgen immer ganz leise und langsam. Tschuh. Dass der Typ über 20 Jahre braucht, um zu klettern. Der hat sich einen super Ort ausgesucht, um zu chillen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir gehen erstmal hier lang. Nur mal zu gucken, wo das hinführt. Wahrscheinlich in einen der Räume, den das Schweinewampending. Hat das was zum Lesen? Das lese ich gleich erstmal hier raus. War eine verdammt gute Idee. Billys Träume. Betreff Patient William Hope. Hey Cindy, hatte eine weitere interessante Unterhaltung mit Billy heute Morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernicke über seine Therapie am Weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigt, dass sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimmert haben. Was aber nicht in der Beschreibung von Benzodiazepin steht.
Benzodiazepin, meine Fresse. Jedenfalls scheint sein toter Doktorfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Volksloristik zu füllen. Anscheinend können nur vampirähnliche Falter den Wallrider töten, die von einem Dämon namens Horaxi ausgespuckt werden. Die Falter saugen den Atem von den Lippen der Menschen und trinken Blut aus ihren Brustwarzen. Sie können auch die Gestalt von abgemagerten, aufrecht laufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen. Das behauptet Billy jedenfalls. Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufällig Schmetterlinge? Wenn ich mich an das nächste Mal außerhalb von Murkos Firewall befinde, werde ich online nachsehen, ob ich irgendetwas davon in den deutschen Legenden finden kann oder ob sich Billy dessen ganzen Kram nur ausgedacht hat. Würde sehr gerne einmal die Notizen vergleichen. Gerne auch bei einem Glas Wein. Ist ganz schön einsam hier oben auf 2. Kurt. Entschuldigung, Kollege. Ich frag mich zwar, wie der hier hingekommen ist, aber... Ach, hier sind wir. Ist das nicht die Bibliothek vom Anfang? Ne, das ist sie nicht. Ich guck nur mal wegen der Batterie. Wir haben ja nicht genug, deswegen... Ah, ist sogar genauso gut wie eine Batterie. Ein Dokument. Übersetzung. Berlin, 6. September 1938. Herr Lohner und Dr. Matt Rogge. Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernicke an der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs, basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit A. Turing entstanden sind. Alan Turing. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich es nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber über das Versprechen der Zellregeneration und der geleiteten Karzinomgenierung hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernicke mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen. Nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimenten an Dietrich Eckhardt weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernickes Erfolg unserer Sache in Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen auch an Ihre Familie. Unterschrift unleserlich. Okay, ja, okay, dass die Deutschen damals ja okkulte Sachen auch zu nutzen versuchten, sollte man gar nicht mal so abwegig oder abwertend drüber reden. Weil, ne? Hitler war ja ein richtiges Arschloch. Yes, coming! I'm coming! Okay, wir wollen Schlüssel für diese Tür. Da waren gerade 2 Schriften übereinander, das fand ich jetzt nicht so, so gut. Ich konnte die eine nicht so schnell lesen. Gut, dann müssen wir uns einen Schlüssel holen. Aber ich glaube, Schweinewampe eiert hier immer noch rum. Also, was ich damit sagen wollte, es ist gar nicht mal so abwegig zu denken, dass die Nazis, Hitler und sowas so davon abgetan waren, auch übernatürliche Sachen für ihre Sache zu nutzen. Ich glaube, da sollte man dann doch schon... Es muss zwar nicht stimmen, es muss auch nicht wirklich gewesen sein, aber man sollte das nicht ganz abtun, finde ich, ist meine Meinung. Weil wirklich so abwegig ist das nicht. Weil die Nazis wollten ja alles beherrschen im Endeffekt. Aber ist auch wieder so ein bestimmtes Thema, worüber ich nicht quatschen will, weil es ist Vergangenheit. Vergangenheit ist Vergangenheit. Die Gegenwart ist das, was zählt. Man soll aus der Vergangenheit lernen. Typ, bist du doof? Typ, bist du doof? So, man soll aus der Vergangenheit lernen und das ist eben halt der Kern der Aussage.
Okay, muss ich jetzt hier hoch oder hier runter? Wir belassen es einfach erstmal bei dem Stand der Dinge. Da lag was zum Lesen, ne? Oder? Nee. Okay. Da hinten vielleicht? Nee. Ah. Ah, okay, wir müssen nach oben. Ich bin echt mal gespannt, ob ich bei Whistleblower auch so gut vorankomme. Ich habe hier eher den Eindruck, dass ich hier mehr Glück als Verstand habe, dass ich die Wege direkt finde. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich vor... Wann ist das Spiel erschienen? 2009? Weiß ich nicht. Also vor mindestens 5 Jahren habe ich das Let's Play gesehen und auch nur ein einziges Mal. Also dass man sich die Sachen so lange merkt, wage ich zu bezweifeln. Also ich zumindest. Okay, ich habe auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Auge dafür. Dafür habe ich weniger Auge vielleicht für die Story an sich. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich bei vielen Spielen habe. Gebe ich sogar offen und ehrlich zu, dass ich ein Problem habe, bei manchen Spielen der Story zu folgen. Das sieht heftig aus. Das sieht richtig heftig aus. Aber es war so schöne Musik, muss ich ganz ehrlich zugeben. Kann ich nicht aktivieren? Vielleicht muss ich da irgendwas anschließen. Ich weiß es nicht. Und meine Hand, ey. Boah, krass, Alter.